Na, wie gut, dass wir den rostigen Schlüssel gefunden haben. Was so? Was geht da drin vor? Herzlich willkommen zurück zu Shadow of Light. Wir sind das letzte Mal hier in der Wildsteppe stehen geblieben und haben uns da schon, ja, quasi da umgesehen. Und ja, jetzt geht es dann quasi hier für uns weiter und wir folgen der Blutspur sozusagen. Das sind aber ganz schön viele. Ja, solange sie uns in Ruhe lassen, soll es mir recht sein. Okay, hat sich erledigt. Aber kein Problem, ist hier nur einer. Oh. Funkflug war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja. Ui, hier haben wir ganz schön rein hier. Oh Mensch, immer nicht auf den. Scheiße! Und jetzt. So. Autsch. So. Ja, komm, der ist auch gleich weg. Wunderbar. Schön geplatzt wie immer. Stufenaufstieg, sehr schön. Magiekreis, was auch immer das kann. Oh nein. Ich ahne Schlimmes. Ich habe das Gefühl, wir müssen jetzt gegen alle da kämpfen. Gegen alle vier. Hm. Diese Dinger scheinen irgendwie an Narren, an dem Kyul gefressen zu haben. Jetzt greift er doch mich an. Oh, aber ihn auch. So, noch schön der Schwerthieb. Wow. Der hat hier aber komplett gesessen hier. So, nochmal der Schwerthieb. Den versuche ich nochmal alleine fertig zu machen. Oh mein Gott. So, komm, den schaffen wir noch, den schaffen wir noch, bevor ihr uns schafft. Na komm. Ja, wunderbar. Ah, dann gebe ich aber noch so wenig Erfahrungspunkte, verdammt. Nein, nein, nein! Mann. Ja, toll. Ah, dann muss ich den ja doch da wieder beleben mit einem Stimulans. So, bevor es jetzt wieder so weit kommt, will ich den erstmal so besiegen, so schlagen und dann Ekstase. Und dann, ne, natürlich das hier. Sehr gut. So, ich hoffe, diese wird jetzt mal los. So, was ist das bitte? Ja, komm, da müssen wir wahrscheinlich nochmal da zurück und uns heilen. So. Und speichern. Und wieder zurück. So, und jetzt bitte. Ah, die spawnen immer wieder neu, verdammt. Ja, jetzt sind wir hier. Oha, oha. Achso, das ist schon nichts, okay. Da sind schon wieder viele von denen. Gegen die kämpfe ich ehrlich gesagt nicht gerne, weil
Die sind ziemlich stark und geben nicht viel Erfahrung, ne? Von daher lohnt sich das in meinen Augen nicht. Sieht nach Regen aus. Ja, sieht so aus. So, da scheint nichts zu sein. Nein! Da komme ich nicht weiter. Ich dachte, ich könnte diese Dinger umgehen. Na gut, kann ich auch so, wie es aussieht. Naja, also bei manchen Gegnern ist die Erfahrung, die Anzahl der Erfahrungspunkte doch schon ziemlich unbefriedigend, vor allem bei diesen, ne, ich nenne sie mal Kopfnuss-Dinosauriern da. Oh nein, die Mana hat es auf mich abgesehen, aber die ist nicht so schnell, zum Glück. Und ich habe mich trotzdem erwischt, so schlecht muss man erstmal sein. Kann ich denn eigentlich fliehen? Oh, es hat sogar geklappt. Ich bin begeistert. Ja gut, ich denke, dann geht es für uns jetzt sowieso erstmal da lang. Hier ist hier irgendwas Großes durchgebrochen. Nein, eine Biene! Bitte nicht! Oh. Eine rote Biene. Sehr kaum ist, okay, die muss ganz schnell weg. Flamme. Die ist so ganz schön zäh. Die Jutta-Hornisse. So, vielleicht doch erstmal die andere. Oh. Na gut, oder nicht? Oh. Naja, solange er herumberserkt da, bei der Hornisse sollte mir recht sein. Ja gut, das ist mir dann doch nicht so ganz recht. Oh, wir sind weiter im Berserker-Modus. Ja, komm. Jawoll. So, sind wir jetzt befreit vom Berserker-Modus? Oh, nicht? Okay. Okay, so gut ist das in dem Fall natürlich doch nicht, weil dann kann man sich nicht mehr heilen. Ja, und wenn sie schön die ausweichen, macht es das nicht gerade besser. Nein! Oh, noch besser vergiftet. Ja, wunderbar. Okay, haben wir ja sogar noch so geschafft. Okay, komm, da jetzt der eine jetzt sowieso vergiftet ist, können wir ihn ja direkt noch mit Monsterfleisch füttern, so. Und dann direkt ein Antidot geben. Wunderbar. Vergiftet. Ich hoffe, das legt sich gleich wieder. Moment mal. Okay. Irgendwer wollte echt nicht, dass man hier reinkommt. Tja, wir kommen da leider auch nicht rein. Erstmal. Wie es aussieht. Da können wir auch nicht hin. Oh, das ist interessant. Hier ist eine Fledermaus, aber die triggert nicht. Also, da wird kein Kampf getriggert, interessanterweise. Aber gut, soll mir recht sein. Ich bin jetzt auch nicht scharf drauf auszuprobieren, ob das dann bei Action-Button geht. Oder nicht. Weil so gut steht es um uns nicht, obwohl, ach komm. Okay. Also, weder mit Action-Button noch mit Player-Touch, bzw. Event-Touch. Also anscheinend geht es der Fledermaus nicht so gut. Da wurde wohl irgendwas, da wurde wahrscheinlich vielleicht auch der ganze Battle-Prozess vergessen. Ist ja gruselig hier. Ich will zurück nach Trepel. Nixer. Mystisch. Ebenfalls mystisch. Das hier ist wohl das, was Kyrill ein Ökosystem nennen würde. Käfer kommen mit den Blättern rein, fressen die Blätter und werden dann von den Spinnen hier gefressen. Der Kreislauf des Lebens. Es heißt zwar, alter Wein sei der beste, aber ich denke, der hier ist nicht nur alt, er ist tot und gehört begraben. Ja.
nur wieder. Der Eimer fehlt noch, was ist da dran? Altes Feuerholz. Ja, was blockiert die Tür? Ich schätze ein heruntergefallener Stein oder so. Ah, okay. Kann also nicht da vorbei. Nanu. Über uns. Das muss der Schad sein. Wir sind anscheinend auf der richtigen Spur. Ah. Ah, das gefällt mir nicht, dass der ganze Zeit der Dodge-Schaden bekommt. Beim Licht, das stinkt, als wäre da drin was gestorben. Ja, das lebt bestimmt schon. Da bewegt sich was drin. Mein Herr, es ist angerichtet. Ich trinke was, was nicht so säuerlich riecht. Ihr habt wahrscheinlich schon lange nichts mehr. Was haben wir denn hier? Ich schätze, was hatten wir denn hier? Würde eher passen. Was auch immer hier drin war, es wurde von Käfern gefressen. Da, Fackel hat sich ganz wichtig. Okay, wo ist das Buch für die Geheimtür? Liegt wahrscheinlich direkt da, ganz offen. Das da. Jo, doch nicht. Okay, das liegt einfach nur als Dekoration. Wie es aussieht. Ja. Okay, Nanu, was haben wir denn da? Ein Brief. Aber erstmal hier. Und trinken solltet ihr von dem blutigen Kelch hier auf das der Dämon wieder auferstehe. Was führt das? Verbreitung auf das, was ich in so einem Haus erwarte. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das starrt mich an. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Da geht es nicht raus, ihr Vollidioten. Ich warte nur darauf, dass mich seine Augen verfolgen. Da ist nur noch Asche drin. Nur ganz normales Zeug in den Schubladen. Keine Silberlinge, keine Edelsteine. Das Holz hat sich mit der Zeit komplett verzogen. Die Tür geht nicht mehr auf. Was ist denn das? Ein Brief? Wer auch immer das hier liest, öffnet nicht diese Türe. Mein Herr ist nicht mehr er selbst. Er hat nur noch seine Frosch im Kopf. Wenn ich ihn unterbrechen will, schlägt er mich. Letztes Mal hat er vor 2 Tagen zerfetzt und mich blutig geschlagen. Das Licht möge mir verzeihen, denn das ist nicht der Herr, den ich gedient und geliebt habe. Also habe ich ihn eingesperrt, auf dass er keinen Schaden mehr anrichten kann. Ich lasse alles hier und fliehe. Mögen die Qualen meines ehemaligen Herrn kurz sein, Lyndia. Sehr interessant. Abgeschlossen. Wir werden wohl einen Schlüssel brauchen. Ich hoffe, er liegt hier irgendwo. Wieso den Schlüssel? Und voila. Die Tür ist offen. Es heißt voila, du Banause. Tja, bevor wir aber da hochgehen, werde ich nochmal da hochgehen. Aber... Oh, da geht's ja doch irgendwo rein. Altes Anwesen nach Boden. Der Eimer hat das meiste Wasser aufgefangen. Moment, kann man hier nicht irgendwas gegen diesen Dodge-Schaden tun? Heilt stumm. Na gut, das ist er ja nicht. Oh, das ist eine gute Idee, ich weiß ja nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Heilt Krankheiten. Ja, wunderbar. Läuft doch. Die sah vermutlich mal besser aus. Da ist eine Tür. Und... Das kam unerwartet. Scheint, als bestünde nicht jede Tür hier aus Marshmallow zu verrostetes Eisen. Also doch, ein Schlüssel. Tja. Da kommen wir wohl nicht drum herum. Der Zustand meines Herrn verschlechtert sich täglich. Das Fieber steigt und er wird schwächer. Er ist nichts mehr, geschweige denn, dass er schläft. Aber er hört nicht auf zu arbeiten. Ich werde stärkere Medizin brauchen. Morgen gehe ich Zutaten suchen und verschließe den Turm. Hoffentlich wird mein Herr dann einsehen, dass er sich etwas Ruhe geben muss. Na, was haben wir denn hier? Ein Kristallit, zweimal Magmanit. Was ist das denn jetzt wieder? Ansonsten nutzlos. Okay.
Ja gut, ich denke mal, den kleinen Sachen, die kann man dann wahrscheinlich alle verkaufen. Ja, sieht so aus. Alles klar. Komplett vernagelt. Leer, verdammt. Da hat die Decke aber nicht lange gehalten. Der ist voll mit eingetrockneter Farbe und einigen beschmierten kleinen Brettern. Die sind alle. Moment. Die sind alle über Malerei. Also. Hier wurden Bilder ausgeschaltet. Die Landschaften allesamt gezeichnet mit Lyndia. Erstaunlicherweise finde ich sie nicht mal schlecht. Genau wie hier. Unbemalt und durchnässt. Ich weiß nicht warum, aber die Fliegen stehen auf was auch immer in der Schale ist. Okay, ansonsten gibt es hier erstmal nichts hier oben. Dann würde ich, dass ich sagen, gehen wir wieder nach unten. Tja, wo gehen wir jetzt lang? Ja gut, geht ja nur noch da. Also, okay, ich verstehe. Das muss ein wunderndes Licht sein. Gestern dachte ich noch, dass mein Herr die Nacht nicht überstehen würde und heute Morgen stand er bereits wieder in seinem Labor. Es ist, als sei er niemals krank gewesen. Er geht seiner Arbeit wieder mit seinem alten Eifer nach. Ich bin froh, dass ich ihn quasi gezwungen habe, eine Pause zu machen. Anders wäre er jetzt vermutlich nicht mehr am Leben. Heute sind nur Splitter von, weiß nicht, Glas, Kristalle, sowas halt. Mensch, ganz wichtig, Fackel anmachen, so. Okay, die Blätter kann man schon nicht lesen. Ja, davon verstehe ich nichts. Ich halte es für schlau, nichts davon zu trinken. Das sieht kompliziert aus. Kirill, ist es das, wonach es aussieht? Sieht so aus. Geil. Großer Trank halten. Oh. Das sieht aber jetzt wieder kompliziert aus. So. Der ist ja tot. Offensichtlich. Ich hatte gedacht, er wäre ein Seelenloser. Du weißt schon, die Toten, die keine Lust haben, tot zu bleiben. Offenbar nicht. Jemand hat sich wohl bereits um das Problem gekümmert. Vor langer, langer Zeit, wie es aussieht. Aber die Tür war doch abgeschlossen. Vermutlich hatte der Täter den Schlüssel. Das legt die Vermutung nahe, dass er mit dem, was hier zuvor passiert ist, in Verbindung stand. Achso, jetzt sag ich schon wieder dasselbe. Oh, schade. Ich dachte, ich finde hier noch einen Schlüssel oder so. Der Täter hat den Schlüssel. Ja. Da können wir dann wohl nichts machen, fürchte ich. Na, sieh mal an. Oh, ein Schlüssel. Wer hätte also recht, die Tür einzureißen? Weißt du, manchmal hasse ich dich. Also, dieser Schlüssel kann nicht von der Turmtür stammen. Es wäre schwachsinnig, einen Gefangenen mit dem Schlüssel einzusperren. Dann suchen wir uns eben eine andere Tür. Versierter Rostschlüssel erhalten. Nur, dass ich da nochmal geguckt habe. Aber Moment mal. Es sieht doch eigentlich so aus, als ob die Treppe hier wieder nach oben geht, aber dabei geht es ja eigentlich nach unten, oder? Das ist ein bisschen... Und hier geht es sozusagen wieder nach oben, also weiß ich nicht. Das finde ich tatsächlich ein bisschen seltsam, gemappt hier mit der Treppe. Ein bisschen irritierend, sagen wir es mal so. Scheiße, was ist das denn da? Ich würde jetzt eigentlich am liebsten speichern. Sind zu weit auseinander? Donnerfragment. Ich vermute, dagegen ist dann Erdmagie effektiv. Beziehungsweise Felsmagie. Moment. Und hier bis zum nächsten Treffer. Die Ausweichrate beendet sich den Zustand. Ah, ne. Komm, lass mal Felsen. Oh, ja. Das, hat es auf jeden Fall gebracht. Das auch. Ja, Wasser vielleicht. Strom, ne? Könnte das sein. Ah ja, genau. Das ist es. Ja, schade. So. Aber war der vorher auch schon da? Ich will mich nicht erinnern. Hey, sag mal. Also hier wurde es mal gut, Jung. So, nochmal die Wasserpumpe. Ey. Irgendwann reicht es aber wirklich endgültig.
wirst du ihm auf jeden Fall, sagen wir mal, einen Trank geben. So, dann müssen wir natürlich nochmal deine Wasserbombe einsetzen. Und weg ist er. Es läuft. Donnerfang, Mensch, Splitter. Wo haben wir es denn? Donnerfragment Splitter kann ich hier komischerweise nirgendwo entdecken. Tja. Moment mal. Hier gibt es keine Karten, also. Aber wo ist das Donnerfragment Splitter? Das kann ich komischerweise hier. Ach da. Trotzdem schon haben. Unbeliebt kann aber im Kampf benutzt werden. Oh. Ah ja, so Kampf-Items, alles klar. Not bad. Na, wie gut, dass wir den rostigen Schlüssel gefunden haben. Was so? Was geht da drin vor? Das K von unten, es flieht. Ich schätze, er hat gelernt, dass Menschen keine gute Beute sind. Ja, ist ja eigentlich nicht mal unser Ziel. Schrottmüllkram. Da ist er ja. Scheint, als hätte der Schrat ihn zusammen mit der Beute mitgenommen. Jetzt aber schon raus hier. Ginas Bogen gehalten. Alte Kleidung, die Motten haben sich gefreut. Unterschrieben mit Lyndia. Schwer ist also nichts, was man plündern könnte. Hm, interessant. Also ist der Schrat jetzt tatsächlich geflohen. Das sind alte Kindermärchen, zumindest die bei dem man den Titel noch lesen kann. Irgendwie sieht die Karte anders aus als die Gegend. Sie ist veraltet. Der Lauf der Zeit hat diesen Landstrich verändert. So, jetzt muss ich mal gucken. Aufträge. Hauptaufgabe aus alter Zeit. So, jetzt mal. Komm, Ziel, finde die schwarze Waffe, finde Kewel, Reise. Ja gut, das haben wir ja alles. Reise. Ah, nach Zurea. Ja gut, das machen wir dann etwas später. Neben Aufgaben des Dämons Dämon. Untersuche den Untergrund von Hauptstadt Lyonis. Okay, den Untergrund. Kopfgeldjagd auf Senioren. Finde einen Mann und bring ihn nach Lyonis. Meine Eltern mal aus Trevel abzuholen, welche während der Fist des Markierungen gesorgt hat. Aha. Können wir ja auch alles nachher machen. Heiße Ware. Bringen die Lieferung zu seinem Ziel oder unterrichten die Wachen im Geschäft. Ja gut, achso, Jägerherz. Finde gegen das Bogen. Ja, das haben wir. Finde einen Weg in das verschlossene Zimmer. Habe ich auch optional. Erlege den Schrat. Erstattebericht. Ja. Ich muss nur gucken. Ja gut, jetzt weiß ich leider nicht, wo sie war. Wäre auch nicht schlecht, wenn da steht, wo der Auftraggeber immer jeweils war. Gut, optional erlege den Schrat. Ja, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht mal, wie wir das machen sollen, wo wir den finden können. Hier ist ein Teil der Grunde gekommen. Oder der Schrat hat sich in den Eingang reingeworfen. Sowieso keine Ahnung, wo der Schrat ist. Von daher müssen wir wohl gehen, ne? Na gut, das ist wieder so ein Donnerfragment oder so. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, wo der Schrat ist. Diesmal noch zu. Keine Ahnung, vielleicht ist er jetzt nach oben geflüchtet. Ich weiß es nicht. Nö, sieht nicht so aus. Nee, habe ich leider keine Ahnung. Dann
können wir ja im Prinzip... Achso, Moment. Scheiße, in die Ecke. Gedrängt. Bereit. Warte noch. Hoffentlich brauche ich das jetzt nicht. Ah, natürlich ist er vergiftet. Würgefleisch. Was? Achso, toll. Ja gut, dann... nee, gut, das würde sich nicht lohnen. Nee, das eigentlich auch nicht. Oder ob ich das doch erst später machen soll? Ja, ich weiß nicht. Einfach mal skillen. Was kann denn schlimmstenfalls passieren? Ja, dass wir sterben. Oh, das ist also der Schrat hier. So, was machen wir denn Schönes bei ihm? Ich frage mich doch gerade, was das da auf seinem Rücken ist. Ja, vielleicht erstmal das genau. Wie wäre es denn mit Ekstase? Dann Ende dort! Naja, nicht so richtig, ne? Aber er hat dort schon, wie es aussieht. Das ist ja schon mal sehr gut, sowas. Fähige Feuerschnitt. Ja, okay, vielleicht warte ich dann lieber darauf. Ah, das war scheiße. Ja, einfach mal wieder alles ausprobieren. Au. Magie, wie wär's mit Funkenflug? Oh, ich glaube, ich werde es jetzt schon bereuen, den herausgefordert zu haben. Die Wasserbombe? Ich glaube. Feuer war bisher am besten. Okay, das war gut. So, jetzt kommt Schwerthieb. Sehr gut. Magie. Den Windstoß haben wir noch nicht. Auch nicht so dolle. Ja, das war schon besser. Magische Ketten reduziert bis zum nächsten Treffer die Ausweichrate. Nicht so schon. Ja. Komm, Felshook mal ausprobieren. Au. Ja, der sollte gleich erstmal dringend. Oh, warte mal. Ascheschwarm lässt ein Gegner brennen. Ja, komm. Oh. Ja, gut, brennt tut er ja, glaube ich, schon. Ja, du sollst mir dann auf jeden Fall eine, Moment. Eine, nee, einen, Trank geben. Wo ist das da, Gegenstände? Obwohl, ein großer Trank wäre ich so bei mir in dem Fall, glaube ich, gar nicht so schlecht, ne? Ja, doch. Komm. Ja, ist schon mal gut, dass er immer ein bisschen Dodge bekommt, natürlich. Wie wäre es denn mit... Tarik hält sich kurzzeitig durch Feuerschaden und den Zustand brennen, statt Schaden zu nehmen. Okay. Achso, ne gut, das bringt eigentlich erstmal nicht Kampftechnik. Keine Ahnung, einfach mal ausprobieren. Ja. Das ist auch nicht so dolle. Dann eher die Zwillingsschneide, würde ich sagen. Wobei. Jetzt dann doch lieber erstmal das. So. Magie.
Feuer war doch gar nicht so schlecht. Ja, der sollte jetzt auch wieder dringend geheilt werden, aber... Ja, ich will auf den Fegefeuerschnitt warten, eigentlich. Nee, speziell... Nein, Schwerthieb, nein. Achso, Zwingschneider, ja gut, dann kann ich jetzt mal einsetzen. So, jetzt solltest du dir wiederum einen Trank gönnen. Und du solltest dir... Ja, was solltest du jetzt? Im Prinzip die Zwillingsschneide. Ja, ja. Tja, du kannst dann wieder deine Flamme einsetzen. Sie könnte ja auch eine Schussbarriere einsetzen. So. So, nochmal die Zwingschneide. So. So, das geht jetzt nicht. Moment mal, der brennt ja gar nicht mehr. Das ist aber nicht so dolle. Sowas. Ja. Das ist natürlich blöd. Komm. Ja, natürlich daneben. Weißt du was? Was du kannst, das kann ich schon lange. Ja, natürlich greife ich jetzt aber dafür den an. So. Da muss ich mal überlegen. Flammschwert der Wache, nö. Mann, das ist echt schwierig. Ja doch, komm. Ja, eigentlich müsste er jetzt wieder geheilt werden. Nein, wir haben nichts mehr. Moment mal. Produziert Leichensturm, der Opfer schockt. Ja, das könnte da auch was sein. Oh, sehe ich das richtig? Ich kann mich nicht mehr heilen gleich. Also beziehungsweise ich kann mich schon gar nicht mehr heilen. Schade, ich dachte man kann dieses Monsterfleisch auch nochmal benutzen. Ja, da habe ich mich wohl verschätzt. Komm, einfach mal ausprobieren alles hier. Okay. Das geht sogar tatsächlich. Ja, ich sollte ihn eigentlich dringend brennen lassen. Aber, wieso kann ich das erstmal nicht, leider. Magie, nein. Auch keine Ekstase. Das hier, das wäre doch mal gar nicht schlecht, glaube ich. Ja, toll. Und der kann sich trotzdem noch bewegen. Ah, Mann. Ich kann mich nicht mehr heilen. Das ist scheiße. Tja, das ist natürlich blöd. Und zwar sehr. Na, no, natürlich. Okay, alles klar, ich hab auch schon. Dann kann auch noch die Ekstase helfen. Oh Mann. Wow, 22 Schadenspunkte. Wow, ich bin begeistert. Es hat sich total gelohnt. Die Ekstase. Ja. Ich würde mal sagen, das war's.
Mehr können wir jetzt eh nicht mehr machen. Gegenstand. Ja gut, wir haben noch den Stimulanz, aber ganz ehrlich, das wird hier jetzt auch nichts mehr, bringen. Gegenstände, ja gut, dann haben wir ja das, ne, aber nee, das wird alles nichts bringen. Das können wir, glaube ich, knicken. Speziell Kampftechnik. Achso. Ja. Tja, was kannst du denn noch machen? Auch nichts wirklich Brauchbares eigentlich. Ja, natürlich könnte er das machen, aber nein. Gegenstände. Ah, nee. Das ist echt. Ja, komm, warum nicht, ne? Nicht gut. Gar nicht gut. Dann müssen wir wohl doch das einsetzen. Ja, toll. Dann hat sich das Ding schon erledigt, würde ich sagen. So, erstmal so. Ekstase. Moment, beende ich den Zug. Der nächste Zauber aus der Kategorie Magie beendet nicht den Zug. 50% Ladung, 100% lang erhöht die Anzahl der Fähigkeiten. Ah, nee. Komm. Wir haben hier keine andere Wahl. So, der Ende naht. Mal wieder. Nicht so richtig. So, das war's endgültig. Und jetzt haben wir. Jetzt sind wir wirklich im. Ja, ich sag's lieber nicht. Magiekreis, Sehfähigkeit, aussegregiert. Günstige Magie. Ja, ich will mich ja gerne zurückfallen lassen. Nee, aber das kann ja nichts mehr werden. Ich habe doch keine guten Gegenstände mehr. Tja, das ist natürlich blöd. Speziell folgen. Magiekreis. Nee. Da kann ich ja nur noch mit Magie angreifen, leider. Aber da hat ja im Prinzip keinen Sinn mehr. Ja. Mann. Dein Name wird nie vergessen. Da war aber schon ein ziemlicher Brocken. Ach ja. Oh nein. Da muss ich ja wieder das ganze Haus da von vorne sozusagen machen. Ja gut, gut, dann mache ich das glaube ich nochmal offscreen. Das mit dem Haus da. Und dann werde ich ja nachher nochmal neu laden und dann ja, geht es dann quasi da an der Stelle nochmal weiter, würde ich sagen. Jetzt muss ich gucken. Ja, ja, okay, dann machen wir das so. Ja, ja, mache ich das dann quasi nochmal offscreen das Ganze. Und dann, ja, sehen wir uns dann nachher quasi ganz normal wieder. So, aber bis es soweit ist, würde ich dann sagen, macht's gut, euer Bärenbruder.